Es scheint inzwischen so etwas wie ein Naturgesetz zu sein, dass in den Ballungsräumen und drumherum die Immobilienpreise immer weiter steigen und steigen. Und klar, im Wahlkampf fordern Politiker jeglicher Couleur bezahlbare Mieten. Das ist nett. Und man mag ihnen schon auch gerne glauben, dass sie das wollen. So eigentlich. Aber warum klappt es nicht? Warum funktioniert diese Mietpreisbremse nicht? Nun, vielleicht, weil der Staat von steigenden Immobilienpreisen massiv profitiert. Denn die Steuergesetze wirken nicht als Bremse, sondern eher wie ein gewaltiger Mietpreisturbo. Hier sehen Sie eine Oase der Fairness, mitten in der teuersten Stadt Deutschlands. Drei große Altbauwohnungen in Top-Lage. Quadratmeterpreis 4,79 Euro, 5,18 Euro und 5,52 Euro. Die Mietpreise, die sind ja noch die Mietpreise meiner Mutter. Die waren eben so kalkuliert, dass es funktioniert hat, dass man also inklusive Reparaturen etc. Hier das Auskommen hatte. Das ist fair. Und hier noch eine Oase der Fairness. Die barmherzigen Schwestern vermieten an ihre Mitarbeiter günstige Wohnungen, damit die sich überhaupt ein Leben im teuren München leisten können. Wir sind Gott froh, dass wir die Möglichkeit haben, den Mitarbeitern Wohnraum zu geben. Und wir sind auch sehr stolz darauf, dass wir ihnen den zu einem vernünftigen Preis geben können. Sehr fair. Und genau das, was alle Politiker fordern. Rasch und kraftvoll für bezahlbaren Wohnraum. Du kannst nicht sagen, nee, ich wohne mal nicht. Eine weitere Atempause für die Mieterinnen und Mieter. Ein Stopp bei den Mieten. Der Staat muss sich kümmern. Bezahlbaren Wohnraum so rasch wie möglich zu schaffen. Das klingt fair. Nur ändert sich nichts. Die Mieten steigen weiter. Etwas, was Hausbesitzer Wolfgang Donherr aber nicht will. Eine Gewinnmaximierung wird von uns nicht angestrebt. Das braucht man nicht. Für diese faire Einstellung belohnt ihn die Politik mit 1 Million Euro, die er jetzt zahlen muss. Erbschaftssteuer. Wolfgang Donherr hat das Haus letztes Jahr geerbt und damit eine gewaltige Forderung des Finanzamtes. Irgendwann ist eben dann der Punkt erreicht, dass man das durch Mieten nicht mehr hineinbekommt. Dann kann man entweder verkaufen und einen Reibach machen, wobei der nächste Besitzer dann sicher nicht mehr die Mieten so unten halten kann. Oder man muss die Mieten anziehen, was geht. Das ist unfair. Denn die Erbschaftssteuer berechnet sich nicht nach den tatsächlichen Einnahmen, sondern nach dem Bodenrichtwert. Und dieser Wert explodiert in München geradezu. Bundesweit stieg er in den letzten 60 Jahren um 1.600%. In München um über 34.000%. Viele Hausbesitzer können die hohe Erbschaftssteuer nicht aufbringen und müssen verkaufen. Ja, wenn es so weitergeht, dann wird es in München und auch in anderen hochpreisigen Ballungsgebieten spätestens in zwei Generationen keinen privaten Mietshausbesitz mehr geben. Dann wird der ganze Wohnungsmarkt beherrscht werden von gewerblichen Investoren. Und die erhöhen die Miete bis an die Schmerzgrenze und gern auch mal darüber hinaus. Genau das will Wolfgang Donherr nicht. Aber er wird dazu gezwungen. Um die Erbschaftssteuer zu finanzieren, muss er einen Kredit aufnehmen und die Mieten um 15% anheben. Ja, ein denkbarer Ansatz, der auch die Mieter zugutekommt, wäre, dass sich die Erbschaftssteuer eben nicht stur nach den Bodenrichtwerten richtet, sondern nach den tatsächlichen Erträgen. Dann würden faire Vermieter, die niedrige Mieten verlangen, belohnt. Auch bei Maria Magdalena Riedl verhindert der Staat eine günstige Miete. Sie ist Pflegehelferin bei den Barmherzigen Schwestern. Von ihren 1.600 Euro netto im Monat kann sie sich ein Leben in München kaum leisten. Ihr Arbeitgeber hilft mit einer Wohnung weit unter dem durchschnittlichen Mietpreis. Aber auch hier greift das Finanzamt ein. Was Frau Riedl an ihrer Miete spart, soll sie jetzt als geldwerten Vorteil versteuern. Wir brauchen Pfleger, Pflegerinnen, um den Menschen, den bedürftigen Menschen, ein Bedürfnis zu erfüllen. Und andersrum werden wir aber da dafür gedrückt. Es wird nur mehr von uns verlangt. Das ist wirklich unfair. Doch jetzt kommt Bewegung in den Fall.
Die CSU-Landesgruppe fordert vom Bundesfinanzminister eine soziale Neuregelung. Der kommt bekanntlich von der SPD und hat doch ein Herz für Mieter. Oder geht es auch ihm womöglich mehr ums Geld als um soziale Gerechtigkeit? Ganz einfach, je höher die Kaufpreise, desto höher die Grunderwerbsteuer. Je höher die Mieten, desto höher die Einkommensteuer, die die Vermieter zahlen. Und je höher die Bodenrichtwerte, desto höher die Erbschaftssteuer. Der Fiskus verdient also kräftig an den hohen Preisen und Mieten mit. Und so steigen die Mieten auch mit Hilfe des Staates weiter und weiter. Der Staat profitiert von hohen Immobilienpreisen übrigens nur dann, wenn er sich selbst als so eine Art von Unternehmen versteht. Dann bedeutet mehr Profit auch mehr Erfolg. Steuern aber heißen Steuern, weil man damit gesellschaftliche Entwicklungen steuern soll. Und so gesehen bedeuten mehr Steuern in diesem Fall weniger Steuerung.